Gut, dann hast du den mal mit. Fliegender Pfähler. Das heißt, ich habe so ein Viech hier. Das ist die Sache, wie lang das bleibt. So many eggs. These are not random raids. They're here to colonize. Okay, also. Und dann noch weiter hier hinein. Okay. Das heißt, erfüllt von Frost und erfüllt von physischen bedeutet, dass das die diesen Schaden machen, vermute ich. Hast eine Menge Gold. Not right now. Gefechtsbogen als neuer Skin. Körperrüstung. So, dann weiter hier. Das sind echt viele fiese Viecher. Das ist dezent nervig, dass die Viecher nicht anvisieren werden, wenn der Begleiter dabei ist. Vielleicht sollte ich dich irgendwie. Ah, so will ich es wegbekommen. Umständlich. Aber hey. Gut, so wird es Sinn machen. Okay, das habe ich aber auch drin. Sobald ich das hier umswitche. Okay. Dann hast du mal ein bisschen mehr Schaden noch. Okay, dann haben wir eine City und verkaufen. Hi, customer. Welcome to my humble stand. Ich
Kritischer Schaden, Gesundheitsregeneration. The quality on this Bewegungsgeschwindigkeit. One is unmatched. Ja, und er ist schnell unterwegs. Ne, das passt schon. So, das alles verkaufen. Okay, so. Kriege ich das denn eigentlich dann auch? Irgendwie woanders denn? Warte mal. Ah, das sind die Sachen hier. Okay, das heißt hier, bei ihr kann ich mir auch Sachen kaufen. Don't mind the mess. Wegen der Vernichtung, Donnerschlag, blutiger Schnitt, souveräner Schrei. Verzehrende Asche, aber da ist sonst nichts, ne? Was mich irgendwie hier... Phantomkling, 2000. Okay, das heißt, ich brauche noch 50 Gold. Ich hoffe, die hat das dann noch, wenn ich wieder zurückkomme. Okay, 50 Gold. Alle hopp. Denn die hätte ich gerne, die Phantomklingen. Hätte ich einen sinnvollen Zauber hier. Also 50 Gold. Das sollte doch machbar sein hier. Dann hoffe ich, dass sie die noch hat. Halt, dass das nervt noch so ein bisschen. Ich kann den nicht anvisieren, weil mein Pet hier meint, es muss da rumpimmeln und da kann ich nicht angreifen. Das ist ätzend. So, aber ich muss sagen, diese Pet-Begleiter, die halten echt viel, viel aus. Ja, natürlich. Okay, zurück in die City und die Phantomklingen holen. So, Madame. I'm working. Feel free to look around, though. Ja, mache ich. Phantomkling, bitte. Dankeschön. Gut, was hat er noch? Vernichtung. Wehklagen des Pfeils. Dann erstmal hier das Ding erlernen. Okay. A new toy to play with. Nice. Nice, auf jeden Fall. Mit Dogen, vor allem mit Dolche, Bogen oder Pistolen. Gut, den hätte ich aber ganz gerne hier drin. Hier drin. Sehr schön. Den gilt es mitunter hier zu leveln. Okay. Jawohl. That's more like it. Phantomklingen. Hier. Neue Fähigkeit Level erreicht. Phantomkling. Das Level aber auch schnell auf, ne? So. Ist hier noch was? Weste als Skin.
mehr Gold. Dann Schlag und Schulterschutz. Schultern. Oh, da hinten ist doch ein kleines Pack. Den nimmst du auch noch mit. Den Helm. Okay. Schwer zu treffen. Diese komischen Viecher. Nothing will stand in my way. Okay, Level 7. Oh, ist das ätzend. Jetzt nicht anvisieren kann. That was a bad hit. Okay, also ist noch ein wenig nervig. Dass man den nicht anvisieren kann. Nee, macht er nicht. Okay, dann lassen stehen. Und weg hier. Lässt doch nicht locker, der Kollege, ne? Boah, das ätzt. Was primär bei diesen Fliegviechern, ne? Ätzend. Okay. The phenomenon. That must be why the Severe are flocking to the surface. Kling, kling, kling. Okay, die haben einen Punkt bekommen.
Waffenschaden plus 20, Effektschaden plus 40. Machen wir den hier. Und dann gibt es noch die Level. Okay, und den Punkt. Und weiter geht's. Das mit der Essenz möchte ich mal gucken. Ein Häubchen. So, Schulterschutz. Fähigkeit plus 5% Schaden, Gesamtwort auf Status-Effekt, Chance und Weisheit. Materialschaden, Gesundheitsregulation, Transferzeit, Senkung zwischen Willenskraft und Wut. Kurz Widerstände, kurzer Schaden. Das nimmst du mit, den lernst du. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt runter zur nächsten Ebene. So, es geht einmal hier runter, aber da hinten ist auch noch was. Das gucke ich mir doch auch mal an. Töte Gala Führung. Klingt wie eine andere Bezeichnung für einen Furunkel. So, was haben wir? Zähigkeit, Schaden und Angriffsgeschwindigkeit. Nehmen wir es mit. So, wo sitzt er denn? Deine Hose, eine Kniehose als Skin und ein Bogen. Okay. Kann der mehr? 6 bis 19 auf jeden Fall, 4 bis 14 physisch, 2 bis 5 Blitz, Blitzschaden auf Angriff mit dieser Waffe und plus 2 Sekunden Wuterhaltungszeit. So, das heißt, das Ding macht 34,5 Durchschnitts-DPS. Okay. Gut. Oh, da unten. Oh, der Totenkopf. Hey, schön. Also, mal gucken. Bis die Phantomklingen soweit sind. Ich würde sagen, erstmal alles hier an Viehzeug klären, was drumherum stehen sollte. Not happening. Yeah, okay. Wildheit, Weisheit, Zähigkeit und Zähigkeit. Okay, Wildheit auf den gesamten Kritischen Trefferchance. Q2
Katapulter Schaden auf gesammelten Widerstände auf den Gesamtwert der Angriffsgeschwindigkeit plus 7. Wildheit nehme ich dir mit. Wildheit, ne? Das ist das, was ich möchte. Jawohl. Eine Pistole und ein der erste Ring. Okay, dann zieh die mal an. Und den ersten Ring. Alles gleichen. Gut. Dann ist es erledigt. Und du gehst weiter. Runter zur nächsten Ebene. Finde den Bau. Schulterschutz. Ein göttlichen Angriffsschaden Wut pro Treffer. Its frequency is accelerating. So, wunderbar, okay. I don't have enough space. Ja, dann verkauf mal. Look around. I'm sure you'll find something that takes your fancy. You have a good eye. Okay, 1109 Gold. Ob der Verwüstung, Donnerschlag, Hättersprung, Träne. Von Ethilel, Revolverheld, Mal der Unreinheit. Das Ding wäre cool, das brauche ich auch noch. Guess I'll get back to my studies. Das Ding Mal der Unreinheit. Dann wird das nächste geholt. Ist auch wichtig für mein Build. So. Nothing will stand in my way. Level 8. Okay, dann. Beweglichkeit. Alles Klärchen. Hm.
schaue ich mal, ob ich noch vor Stufe 9 bei dem Boss ankomme. Oder bei Erststufe 9. Was ich persönlich viel geiler finde, aufgrund des Doppelschusses. Das wäre sehr sinnvoll. Großschwert, Gürtel, Körperrüstung. Boah, ist das ätzend. Boah, das ist nervig, hey. Dass man dich anvisieren kann. Stab, den ich schon habe. Oh, ein Boss. Okay. So, und guck mal. So ein dicker Schreirix. Okay, abgesplitterter Rubin. Okay, ganzen Sachen habe ich schon. Materialschaden, Gesundheitsregenerationsrate, 10 Weisheit. 6% Schaden und Gesundheitsregeneration. Okay. Was muss gar die Kappe? Nope. Schwert und Hose. Langsam hat man schon hier einiges. Von den Skills. Und ein dicker Schild. Ja. War abzusehen. Phantomklingen machen das gelbe Stulpen. Okay. Elementarschaden, Ressourcengenerierung auf Gesamtwert der Status-Effekt-Chance. Okay.
stellenweise auch recht heftig. Okay. Okay. Neue Viecher, gut. Runter. Neues Level für die Phantomklingen. Können die denn? Effektschaden und reduziert die Zeit für eine Aufladung. Okay. Umgehung. Abklingzeit minus 2 Sekunden. Okay, das heißt neu. Mittlerweile 2000 Gold? Nein. Aber fehlt nicht mehr viel. So that's where the giant one is hiding. His challengers got fried alive. Ich frage mich, ob obwohl mein Charakter im Porträt ausgegraut ist. Betrete den Bau. Trotz der umliegenden Seelenbeben, die Luft kühlen, gibt es einen sehr klaren, warmen Strom, der aus dieser Höhle austritt. Okay. That one is scary. Alter, okay. Okay, gut, gut, gut. Oh, wow. Flammenstrahl ist derbe gut. Thank you.
komm. Kipp um. Sehr schön. Who's the Alpha now? Oh, I wish Val had heard that one. Okay, Farbe, Pastellfarben des Violetts. Okay, sehr gut. Berichte in Sturmfall Donnerklänge. Ferrat, indem du das Stadtportal benutzt. So, was jetzt hier für eine Farbe? Nach dem Entsperren kannst du deine Ausrüstung im Kosmetikinventar mit dieser Farbe färben. Klicke mit der rechten Maus, um die Gegenstände zu verbrauchen, um die zugehörige Farbe in deiner Sammlung freizuschalten. Okay, Farbstoffe. Du hast deinen ersten Farbstoff genutzt. Um es auf eine Rüstung anzuwenden, musst du das kosmetische Inventar durch das Drücken der Taste B öffnen. Okay. So. Das Ding anziehen. Eine Pistole. Drei Beweglichkeits. Ziehst du die an. Zähigkeit, Schaden. Nimmst du das. Und den ziehst du an. Gut, die Pistole macht, glaube ich, weniger Schaden, oder? Macht mehr. Okay. So, jetzt aber hier erstmal. 1, 2, 3, 4, 5 zu 2 zu 3. Und in den hier rein. Das heißt jetzt hier zwei Schüsse. Sehr gut. Das erste Ziel auf jeden Fall schon erreicht. Hi, customer. Welcome to my humble stand. Sonst habe ich auch The auf jeden Fall. The quality on this one is unmatched. Genug, um mir einen neuen Würfel zu holen. Feel free to look around, though. Dann schlagen morgen heute Flügelgriff. Kriegspfad, Flügel, Schnitz, angeschaut. Todesgaffer, Railgun. Boah, das klingt ja geil. Lädt einen mächtigen Scharfschützenschuss auf, der in einem Effektbereich Schaden anrichtet. Wenn der Schuss aufgeladen wird, wird der Effektbereich kleiner. Der Schuss verursacht jedoch mehr Schaden. Mal der Unreinheit. Flucht und Oh, ich kann mir ja beides holen. An Arakta, so pretty and mysterious. Und die Torscuffer Railgun. Ich glaube, das nehme ich mit. Weil was anderes haben wir hier nicht. Oh, geil. Oh, cool. Das da. They will regret standing in my way. Das da. Nicht genug Wut. Okay, gut. Also dann. Machst du den mal. Machst du mal hier hin. Mal dahin. Okay, dann bin ich mal gespannt. Look who's here. I must say. I'm impressed, soldier. When Sandor told me you single-handedly saved the farmlands, I couldn't quite believe it. But here you stand, victorious. Glad I could help. I'll be on my way now. What? Nonsense. Everyone is talking about the hero who stopped the Sphere, including the merchant prince himself. He actually wants to reward you in person. I'm not sure it's a good idea. I would rather keep away from honors. Declining our ruler's invitation is not an option. Go to the palace. The guards will let you in. Okay, betrete den Palast. Jetzt will ich erstmal gucken. Aspekte der Apokalypse-Transformation R. Aber das kann ich noch nicht.
Aspekte der Apokalypse-Transformation R. Das ist ja das hier. Aber das ist irgendwie noch nichts verfügbar. There must be a mistake. Check the bees. I must be in the bees. So much for keeping a low profile. Val will kill me. So, erreichte den Thron. So, jetzt mal, guck's mal hier das an. Okay, Schurkenskins. So, erstmal nackig. Kann ich den Farbton auf meine Haut draufsetzen? Nee, ne? Oh Gott. Okay, schwere Skins. Einzigartige Skins. Was kostet auch Gold? Ich habe gerade mal 30. Okay, Waffenskins. Wieso sind da nackig? Ah, ich muss das auswählen. Ah. Das heißt, ich komme im Prinzip kompletto nackig machen. Alle Klärchen. Und einmal komplett nackig kostet mich 5800 Gold. Okay. Nee, das lässt du mal. Das macht viele Spielereien hier drin. Aber ist echt teuer. Für den Anfang, dass du noch kein Geld hast, ist das immer wichtig, dass du die ganzen Fähigkeiten holst. Come forward. Meet Merchant Prince Damascus of Stormfall. Keeper of the Sea Jewel, the city and all its people. On behalf of the people of Stormfall, I thank you and hereby name you the champion of the city. Sir? My lord. My lord, I'm glad I could help, but I would really, really like to avoid the champion thing and go back to my daily routine. Your humility honors you, champion. But smile and rejoice with us. Your bravery saved many lives. You made this a day of victory. Look, they aren't even saved. The Svarirs were not attacking. They were fleeing the phenomenon from the deep. Enough. Leave us. Milord? Now. Yes, Milord. You saw the apparitions, didn't you? There's more and more of them. You have to warn your people. Not a chance. You can't keep your men in the dark. They aren't prepared for this. I am doing what's best for the city. Mass panic won't do anyone any good. I have allies studying this phenomenon. They will bring me answers. Then we shall act with what little forces we have left. Until then, keep this to yourself if you really want to help the city. Okay, no more delays. I should meet with Val now. Edelsteine sind spezielle Gegenstände, die in Sockel auf Gegenständen eingesetzt werden können, sodass sie einen magischen Effekt gewähren. Ein Gegenstand braucht ein oder mehrere Sockel, damit Edelsteine eingesetzt werden können. Es gibt viele verschiedene Edelsteine zu entdecken und jeder Typ hat einen anderen Effekt in Abhängigkeit des Sockeltyps, in dem er Edelstein gesockelt wird. Um einen Edelstein in einen Sockel zu sockeln, muss der Edelstein in den freien Sockel gezogen werden. Du kannst Edelsteine bei Xenopher Stark auf dem Sturmfallmarkt kaufen, als auch wieder die Edelsteine aus Sockel entfernen, natürlich für einen gewissen Preis. Oh Gott, also ich krieg einen Amethysten und einen Alexander. Oh Gott. Kritischer Schaden auf Angriffe. Offensive 2, kritischer Schaden auf. Ja, woher kenne ich das jetzt? Was da was ist? Unterstützung 2. Ah, die Sockel sagen mir das an. Das heißt hier Unterstützung 3 mit dem Aquamarinring. Würde mir bei dem hier auf dem Gesamtwert der kritischen Trefferchance geben und bei ihm hier Transfer 2 Senkung zwischen Windskraft und Wut. Alles klar, verstanden. Gut. Okay. Material, Gesamtwert Widerstände, Wut pro Treffer auf den Gesamtwert der kritischen Trefferchance für Zauber, das will ich nicht.
Zaubergeschwindigkeit will ich auch nicht. Froststein auf Zaubern zuge. Warum denn Zauber? Ich will keinen Zauber. Plus 5%. Der kriegt eine Trefferchance für Zauber. Das ist ja Kacke. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich in die Unterstützung 1. Der kritischen Treffer schon auf Angriffe und Ressourcengenerierung. Okay, ich nehme den hier. So. Und jetzt kann man Unterstützung 1, das heißt, auf Gesamtwert der kritischen Chance auf Angriffe oder Ressourcengenerierung. Ich mache mir die Ressourcen. Was hat er hier? Lebensdiebstahl durch Zerreißungsschaden. Ich mache den hier rein. Ressourcengenerierung. Okay. Dann ist es ja doch nicht so kompliziert hier mit dem Edelstein. Dann geht's weiter zum lachenden Meermädel. Damascus is playing a dangerous game. So, warte mal, kannst du auch verkaufen vorher? Please, look around. I'm sure you'll find something that takes your fancy. Champion Forscher. Okay, das heißt, die Dinger sind schon hier mit drin, aber ich muss erst freispielen, okay. 20.000 Gold, ey, das ist viel. Okay, dann machst du den mal rein. Gut. Stay in line if you want food. This must be it. Let's hope she's in there. Ja, hoffe ich auch. Nichts ist schöner, als sich im luxuriösen Gasthaus des Palastbezirks auszuruhen, um Valeria zu treffen. Das lachende Meermädel weiß, wie man seine Kunden empfängt, auch in einer Stadt am Rande des Chaos. So, rede mit dem Gast. Greetings, dear customer. Deepest apologies. All our rooms are full. You should search elsewhere for accommodation. Promptly. Yes, yes, that's not what I'm here for. Look, did you see a tall blonde woman around? A tad crazy. Does that ring any bells? I haven't seen such a woman, sir. So maybe you should really look for her outside. You're acting weird. You okay? Hello? Go. Just go now. What the? Aha. You're definitely the one. I'm sorry. They were here before you arrived. I didn't know what to do. And Alistair? Tell me, friend. Why is an elite Republican assassin coming for me? We're on the same team here. Oh, there's no need to panic, friend. I'm just here to escort you back to camp. You two aren't going to fight, are you? Yep. You should go now. Where's Valeria? Oh, you'll see her. But right now, you drop your weapons and come with me. Where is she? Oh, you're smarter than you look. Don't make this harder than it has to be. If you don't come quietly, you'll be branded as a deserter. Then I'll have the authority to handle you. Handle me? You do not just handle one of the children of Hemlock. Start dancing, dead man. So be it. Okay. Now, take him down! I'm done toying with you. Let's finish this. Ah, okay, so macht man das. Bloody hell. This is not good. Not good at all. Why send an Alistair for me?
Something must have happened to Val. She can't be behind this. I must get through the purifiers and meet with Hemlock. Only he can set things straight. Okay, Bewegungsgeschwindigkeit, elementarer Schaden auf den gesammelten Okkulten Widerstände, Willenskraft und das nimmst du mal. Aber das Ding hier, ne, ist schon. Du. Ist schon mega. Ich feiere das Ding. Okay. The Purifiers went through Wildling's territory to attack the Brotherhood of Dawn. This is where I'll find them. Okay. So, 2000 Gold. Guckst du mal, ob es was Neues gibt hier bei ihr? Hm? Okay, Donnerschlag, Bollwerk der Morgenröte, Males Revolverhelden. Klingensturm. Nee. Nichts, okay. Greetings, my friend. How may I help you? Ist alles gut. Okay, Amethysts. Und ein Kupferstein. So. Finde den Flyer aus dem Posten. Gehst du direkt mal hin. So, wird mir euch angezeigt, wo ich da hin muss. Nee, ne? To the coast. I'm coming, Val. Okay. Das Ding ist gut, das Ding ist super. Boah, es ist assi. Boah, es ist so gut. Bogen, großer Bogen, 8 bis 24, 5 bis 24, Kritischer Schaden. Ich glaube, das Ding ist besser, ne? Ja. Also zurück zum Bogen. Noch ein Ring. Habe ich jetzt schon. Ich dachte, ich muss sowas verkillen. Also was die ganze Zeit zumindest. Gut, dann halt nicht. Boah, das ist aber auch schwer, hey.
Okay, Phantomklingen. So, irgendwo da geht's noch runter. Stimmt, da schmeiß ich jetzt auch zwei Klingen. Dietrich-Ärmel, okay. Töte Feinde in dieser Gegend. So, als Opener ist das Ding echt gut. Gerade vor allem, wenn die so langsam sind. Ressourcengenerierung und Beweglichkeit auf dem gesamten Status Effekt-Chance, Kraftfeld auf diesem Gegenstand. Wildheit, Weisheit, nein, Auswahlchance brauche ich auch nicht. Ich nehme das hier und tausche die aus gegen die da. That's not happening. Sehr schön, Level 10. Geschlossene Armets. Und ein Bogen. 721, aber das ist nicht so das Wahre. Okay, dann. Okay. Und ich würde sagen, kritischen Treffer Chance vom Orientieren. Nimmst du den damit? So, jedes Ziel im Umkreis von 6 Meter. Weil der Fall wird, desto mehr Schaden erleidet er durch Projektil, bis ein gewisses Limit erreicht wird. Das klingt auch gut. Über den Schaden, wenn du weit weg vom Gegner bist. So, was haben wir hier? Pralles von dem ab. Oh, das Ding will ich auch mitnehmen. Okay, aber ich würde sagen, erstmal kritischer Schaden, gesunde kritische Trefferchance und Projektilen. Ich denke, es ist weit weg von Gegnern ist auch. Plus ein Ziel kann durchbohrt werden. Ja, haben wir euch denn? Als du das Projektil. Okay, machst das hier. Und dann gehe ich erstmal hier auf den Projektilschaden ab. 15 Meter plus 75%. Das Ding will ich mitnehmen. Und dann guckst du mal. Ich denke mal, dass ich hier genug Punkte haben sollte, um irgendwie hier am Ende das alles hier mitzunehmen. Gut.
Alles gleichen. Dann kannst du ja rausgehen. Und? Oh, ich liebe Dragon. Ich liebe sie. There's more and more of them. This is getting out of hand. Damascus will regret not addressing this while he had the time. No. Okay. Dann gehst du zurück in die Stadt.